Ah, genau, der Dominik, da ist er. Dominik wollte fliehen, stopp. Dominik wollte fliehen mit dem Roller. Ja. Jetzt haben wir alle eingefangen, aber jetzt waren wir doch noch schneller. Du musst hier bleiben, weil wir haben ihn auch wahrscheinlich nicht so leicht gefunden. Ich bin undercover weil er unterwegs. Weil er die falsche Farbe. Hier, aber da. Er gehört tatsächlich zu uns hier da, dazu. Da, da. Ja. Und gehört auch zum Mechanikerteam. Für welches Auto? Charlie und Michael. Für Charlie und Michael, damit es als Unterstützung für den Patrick. Genau. Und auch er praktisch am Pole-Auto hier gearbeitet. Ja. Richtig, ja. Ja. Und ansonsten macht Spaß hier. Ja, macht Spaß hier. Ja, wunderbar. Und den haben wir dann sonst noch? Haben wir noch irgendjemanden? Doch, pass mal auf. Gib mal schnell her. Wir haben noch, der die ganze Zeit das Ding gehalten hat, den Seppi. Und den da hinten auch noch. Den Seppi 1. Seppi den 1. Seppi. Und dann den haben Seppi wir noch. Seppi 1. Der Alle und Mini Seppi 2. Jetzt sind wir together. Jetzt sind wir together. Jetzt sind wir together. Das ist ja bayerisches Englisch, oder? Bayerisches genau. Englisch. Und wenn wir die zwei nicht hätten, dann hätten wir auch keine Videos. Und dann wissen die Leute gar nicht, was hier los ist bei uns. Ganz genau. Also, ist immer schön da bleiben. Ciao, ciao. Und dann haben wir hier noch Chris. Chris, Lord Chris Murphy. Aus der Middle of Nowhere in England. Und das ist unser Chief Engineer. Und somit eigentlich auch mit der Boss vom Team, weil wenn wir nicht machen, was er sagt, dann geht es oft in die Hose. Also müssen wir das alles mitmachen, was er uns so vorgibt, besonders an den Setup-Einstellungen vom Auto und auch an der Taktik. Und ansonsten hoffe ich, dass ich jetzt niemanden vergessen habe. Nein! Oh Gott! Ja, yeah, I forgot someone, because, you know, mir ist unwahrscheinlich peinlich, ich habe tatsächlich jemanden vergessen. Und zwar, das liegt wahrscheinlich daran, dass es mein Bruder ist. Wo ist denn der Ralf? Ah, ja, wir müssen zum Ralf. Aber mal eine ganz andere Seite vom letzten. Sehr angenehm. Wir haben nämlich alle Leute vorgestellt, im Team vorhin, jeden Mechaniker und Chris, alle. Und da haben wir gedacht, wir haben alle, dann habe ich gesagt, irgendjemand, Seppi, wer fehlt denn noch? Irgendeiner fehlt doch noch. Da habe ich gesagt, ah stimmt, mein Bruder fehlt noch. Das ist nämlich der Ralf. Genau. Das ist sozusagen so ein bisschen so die Mischung aus dem Enrico und dem Chris. Und zwar von der Funktion her. Weil nämlich erstens mal der Ralf zu Hause im Workshop, wenn die ganzen Autos nach den Rennen, vor den Rennen im Workshop stehen und dort zerlegt und wieder zusammengebaut und alles organisiert wird, ist nämlich eher der Chef wieder. Überhaupt. Und auch hier so am Rennwochenende immer so, das nimmt man immer nicht so wahr, aber es ist so der Fädenzieher und so der Berater und schaut, dass alles, dass keiner einen Fehler macht. Und wenn er einen Fehler macht, dann gibt es gleich eine richtig drauf. Und da kann nämlich auch böse werden. Aber genau, so ist es. Jetzt haben wir den letzten auch noch dabei erwischt. Ja? Und jetzt haben wir wirklich, haben wir noch jemanden vergessen jetzt? Nein. Seppi. Nein. Nicht, dass wir wirklich jemanden vergessen haben. Ich glaube nicht. Ich denke mal nach. Also wir glauben, dass wir keinen vergessen haben. Wenn noch jemand auftaucht, plötzlich aus irgendeiner Ritze vorrutscht, dann zeigen wir das noch nach. Aber wir glauben jetzt, wir haben alles. Wenn die Leute noch irgendwas wissen wollen zu unserem Team, zum Equipment, zu den Leuten, dann sollen sie einfach fragen und unten reinschreiben. Und dann versuchen wir das alles zu beantworten. Soweit es geht, soweit wir es wissen, soweit wir es können und soweit wir es wollen. Going out for race one now. We're starting in pole position, so it should be a pretty good race. I think it will be a hard race for us. You know, I will obviously push to try and keep P1, but let's see. Enjoy the race, and I'll catch you soon. Fighting off the violence in Mario.
be hard before we went out the race, and it proved it was really tough. Bit of a tyre battle out there, and unfortunately, because we have a heavy car, we just struggled a little bit. Started first, held off the lead for about 20 minutes, and then a flood of cars got by. I got a few back, and then I boxed in third, but it's just a difficult, really, really difficult race. But hopefully Michael will do a good job, you know. He's just got to hang on and hope that he can defend well, because that's all we can do now, and just hope that we have the best. You did the best job you could do. Yeah. It was really good. Wir hatten eine gute Aufholjagd von 25. Sie sind jetzt bis auf 11 nach vorn gekommen, 10 oder 11 und sowas. Wir haben einfach keine Pace im Vergleich zu den anderen. Ich denke, wir haben das Maximum rausgeholt von dort hinten. Charlie war? P7. Wir sind auf Pole gestartet und sind 7. geworden. We are having a team barbecue. Oh. But what a lovely evening. I hope you've all had a fantastic day. We'll catch you tomorrow. Cheers. Goodbye.